Hey Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu meinem Chien Speed Team. Ich habe es gerade erst eben fertiggestellt. Mussten ein und andere Runen gewechselt werden, aber es ist jetzt fertig. Hab bis jetzt auch 100% Win-Quote, auch wenn mal jetzt zum Beispiel der Sieg oder sowas beim Boss stirbt oder Lu Xun, haben die restlichen vier trotzdem alles durchgezogen, was ging. Das ist es hier, wie ihr es vor euch seht. Sigmarus als Leader für die 44% HP in Dungeons natürlich. Dann haben wir den Lu Xun dabei, natürlich als Attributevorteil, Damage Dealer mit zwei AOEs, wie ihr gerade gesehen habt. Der Sieg natürlich macht selber auch einen Heidenschaden, davon mal abgesehen. Vor allem mit seinem dritten Effekt, based on der Max HP vom Gegner, richtig gut. Und er hat einen Freeze dabei und einen Stun auf dem ersten. Ich werde gerade komplett gefreezed, das heißt, es wird jetzt nicht der perfekte Speedrun. Aber hey, es ist trotzdem ein sehr schnelles Team. Ihr werdet auf jeden Fall unter 3 Minuten bleiben, das steht schon mal fest. Das Beste, was ich hatte, waren 1 Minute 55, da war alles perfekt gepasst. Sigma hat, der ist auf Vio geruht, wirklich dann zwei, dreimal immer so hier gerade wieder sein Vio bekommen. Aber mehrmals bekommen, wurde kaum gefreezed und die Flächenattacken haben gepasst in einzelnen Stages, sodass die Monster recht schnell weg waren. Ist halt immer ein bisschen glückabhängig. Aber ich sag mal, mit 2 bis 3 Minuten für einen Chien-Run kann man sehr, sehr gut leben. Da wird das Team wirklich so stabil läuft, was ich nie gedacht hätte. Ich habe gesagt, wir haben einen Bella dabei für Effekte entfernen, für den Attack-Buff vom Boss dann hauptsächlich. Wir haben ihn auch als Healer dabei. Ja, Deathbreak hat man schon gesagt. Den Vero ist dabei, um den Deathbreak vom Turm sozusagen entgegenzuwirken, dass mit der quasi entgegenstürmen können, also dass das geheilt wird. Und der Bernard ist natürlich als Speed Leader drin und gleichzeitig Attack und Death Break. Und das ist schon mal sehr geil, weil der Attack Break oder Attack Reduce ist sehr, sehr wichtig beim Boss. Jetzt haben wir zum Beispiel hier den Death Break bei uns drauf gehabt, das wäre schon wieder fast für knapp geworden, aber dadurch, dass Attack Break drauf ist, überlebt das Team und ich habe hier keinen auf HP geruhen, also die Damage Dealer sind alle auf Voll Attack. Hier wird's Attack, Attack, kritischen Schaden. Wir können dann mal ganz fix noch die Mons durchgehen. Jetzt haben wir wieder Stun, das ist halt wieder das Problem, dann geht es halt langsamer. Bis das ganze Team immer aus dem Arsch kommt. Aber ihr seht, die heilen sich auf. Wir sind fertig und jetzt ist es vorbei. Wir haben jetzt 2 Minuten 40, glaube ich, oder sowas. Also 2,5 Minuten, ganz grob gesagt. Mit war am Einlauf noch ein bisschen was. Und wie gesagt, also wenn die Freeze nicht kommen, dann seid ihr sogar auf 2 Minuten. Ist auf jeden Fall richtig nice. Die können wir direkt wieder wegschmeißen. Ganz kurz die Monster für, wie gesagt, Sigmarus, Vio Focus, Attack, Attack, Crit Damage. Wer ist noch dabei? Lu Xun. Das sind nicht die heftigsten Monster, ne? Aber ist ganz passable Werte hier. Ist auf Rage Blade, Attack, Attack, kritischen Schaden. Dann haben wir noch dabei den Bella. Vio Focus, Speed, HP, Death hier drauf. Hier muss eine schöne Rune hin. Vero ist auf einem Vio Broken Set, aber trotzdem mit Speed, HP, HP. Und der letzte ist der Bernard, meine Pace-Hure. 200, was habe ich hier? 245. Swift Focus, Speed HP, HP. Habe jetzt nicht die beste Genauigkeit drin, aber reicht vollkommen aus, muss ich sagen. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Wo wir keine ACT dazu bekommen. Ja, das war's, wie gesagt. Kurzer Run. Um das euch mal kurz zu zeigen. Und wir sagen bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.